Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Outriders. Wir stecken hier immer noch mitten in der Mission fest, den Solarturm zu erobern. Oh, ein Veränderter am Turm. Jetzt lese ich es gerade erst. Ich möchte nicht gegen Veränderte kämpfen. Die sind meistens so verändert. Ganz schönes Schlachtfeld hier. Und ich glaube, hier sollte mal jemand das Rohr überprüfen. Weiß nicht, was das ist. Können wir das... Ne, wir können es nicht abschießen. Wäre vielleicht schlau, die Waffen nochmal eben nachzuladen. Bin halt noch am Überlegen, ob wir eventuell die Pumpgun mal ausrüsten. Welche hatten wir denn hier? Eine 121er ist, glaube ich, gerade die beste, ne? Ich gucke mir jetzt nicht die genauen Stats und so weiter an. Das können wir dann gern später mal tun. Wenn es hier wirklich um die richtigen guten Waffen geht. Aber es wäre mir vielleicht doch lieber, wenn hier einer so auf Nahkampf auf einmal angerannt kommt. Jakob, ich bin am Solarturm. Ich gehe rein. Also, was siehst du da drin? Hier fliegen überall irgendwelche Elektrofunken herum. Das heißt, dass du nah dran bist. Dieser Veränderte ist ein beschissener Elektro-Freak. Habe ich das nie erwähnt? Du meinst, er knipst Glühbirnen an? Er brutzelt eher alles im Umkreis von einer Meile weg. Ich weiß, du kannst auf dich selber aufpassen, aber dieser Hurensohn ist ein sehr spezieller Gegner. Seit kurzem bin ich das auch. So sieht's aus. Ein Elektro-Freak. Es gibt verdammt viele Flaggen, an die wir uns dann hin teleportieren können. Finde ich relativ cool. Hätten wir, glaube ich, auch schon machen können im Lager, dass wir wieder zu der Kleinen kommen. Ich hätte den Weg gar nicht laufen müssen, fällt mir gerade auf. Irgendwo dort in der Nähe war auch so eine Flagge. Und ich glaube, wir sind beim Veränderten angekommen. Mal gucken, was er so zu bieten hat. Den Turm betreten. Klopf, klopf. Ist jemand da? Hallo. Sieht doch eigentlich ganz friedlich aus. Ugh. Wird mal zum Hautarzt gehen. An seiner Stelle. Shit, dummen Platz rausgesucht. Und wir machen ihm ja mal so gut wie gar keinen Schaden. Aber er ist zumindest alleine. Das ist mir schon immer noch lieber, als wenn hier noch 20 andere Typen mit rumspringen. Weiß nicht, wir kommen nicht so weit. Ich würde gerne erstmal eigentlich ein bisschen auf Abstand bleiben, aber vielleicht kriegen wir ihn von hier immer noch nicht. Ja, das war ein bisschen verschenkt. Also mit seinen normalen Schüssen macht er auf jeden Fall schon mal nicht so viel Schaden. Jetzt kommen hier wieder irgendwelche komischen Moves. Aber wir haben ihn doch schon ganz gut gehittet. Drittel vom Leben ist fast weg. Jetzt treffen wir ihn auch. Ja, nicht dort ran. Ja, Hilfe. War wieder mega klasse Movement von mir. Wo ist der hin? Hä? Ach du Scheiße. Jetzt, der kann sich teleportieren. Ich hoffe, wir haben ihn getroffen. Wir haben nicht mehr viel Leben. Wir müssen unbedingt mal so ein Lebenssauger-Ding hier machen. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell. Das war gerade gar nicht so geil. Es muss schneller abklingen. Au. Scheiße, da haben wir verloren. Was war denn das jetzt auf einmal für ein Move?
Na gut, neuer Versuch, neues Glück. Das wird bei dem Let's Play wohl des Öfteren mal passieren. Ich überspringe das gleich mal. Ich sehe jede Menge Tote. Da kommen wir nicht drum herum. Müssen mal ein bisschen genauer gucken. Er macht auf jeden Fall das hier. Wir sollten nicht immer in sein Elektrozeug reinrennen. Wäre eventuell etwas angebrachter. Dieses grüne Symbol dort mit dem Schädel heißt übrigens, dass der markiert ist. Bedeutet, wir müssten eigentlich Leben kriegen. In dem Moment, wo er das tut. Und wir ihm Schaden zufügen. Weiß noch nicht so genau, wie man am besten so um die Ecke läuft. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Aber jetzt ist er auf jeden Fall markiert und wir haben auch Leben bekommen. Aber wir haben auch schon wieder echt gut kassiert. Aber dafür gab es jetzt einmal diesen. Er macht wieder irgendwas. Ich spring jetzt. Was ist denn jetzt? Ah, natürlich. Magnetisch ist er auch noch. Warum auch nicht? Wir müssen ein bisschen mehr in Bewegung bleiben bei ihm, glaube ich. Die ganze Zeit nur hinter der Deckung zu bleiben. Das Mist bei den ganzen Moves, die er macht. Aber es sieht ganz gut aus. Wir haben 110 Leben. Und der ist so gut wie zunichte. Jetzt haben wir ihn gleich. Ziehen ihm nochmal Leben ab. Jetzt gibt es den noch und dann müssen wir es haben. Vielleicht nochmal einen Nahkampfangriff. Ah, das mal kein cooles Ende war. Und er hat sich in Luft aufgelöst. So, Outrider, du hast zum ersten Mal getötet. Wir Veränderten sterben nicht so schnell, was? Seth. Komm, lass uns reden. Mysteriös. Sie baten dich um Hilfe. Gegen den Veränderten, warum hast du dich geweigert? Diese Monstrosität war eine Ablenkung. Menschen sterben wegen ihm. Ohne diesen Nachschubweg kann niemand... Sterben sie alle. Schwache Kreaturen. Die sich gegenseitig abschlachten. Es ist Verschwendung. Botengänge zu machen. Um ihren sinnleeren, endlosen Krieg zu gewinnen. Sieh es doch ein. Du bist nicht mehr wie sie. Und was jetzt? Soll ich vielleicht einen Gott spielen, so wie du? Ich bin kein Spieler. Aber du bist noch viel mehr. Verändert und Outrider. Der letzte Outrider. Erfülle deine Mission. Geh hinter die Grenze. Diese Leute brauchen Götter. Nur jemand wie du kann sie in die Zukunft führen. Warum nicht du? Man nennt ihn Moloch. Ich kämpfe einen anderen Krieg, jenseits dieses Elends. Ich bekämpfe die Schlimmsten unserer Art. Dieser eine ist zu stark. Er würde uns vernichten. Also jage ich ihn. Aber das... ist nicht dein Kampf. Was ist denn sein Problem? Du musst der Hirte sein. Führe sie hinaus aus diesem Blutbad, Outrider. Das ist unsere Mission und das werden wir natürlich auch tun. Aber was mit diesem Moloch ist? Keine Ahnung. Ich befürchte... Shira, das war's. Dein Nachschubweg ist offen. Ich komme zurück. Wir werden früher oder später auch noch gegen ihn kämpfen. Auch wenn der Seth gerade meinte... Was du gerade getan hast, dabei habe ich 100 Männer verloren. Dank mir nicht zu früh.
Du musst noch einen Krieg gewinnen. Bin nicht sicher, ob den Scheißkrieg überhaupt irgendwer gewinnen wird. Aber ich hätte dann noch eine wichtigere Aufgabe für dich. Komm in den Bunker. Oh Mist. Jetzt haben wir leider das Gespräch abgebrochen. Entschuldigung, ich dachte, ich kann nebenbei mal ein bisschen das Inventar durchsuchen. Das war natürlich nicht mein Plan. Aber wir haben hier eine coole Hose gekriegt. Die nehmen wir mit. Die Schuhe waren jetzt nicht so der Knüller. Und ansonsten waffentechnisch sieht es auch nicht unbedingt besser aus. Ja, ich befürchte, wir müssen den doch noch irgendwann bekämpfen. Auch wenn Seth meinte, das ist nicht unser Krieg. Zum Reisen gedrückt halten, okay. Ja, also eigentlich nur ein gutes Ausrüstungsteil bekommen, aber er war relativ easy zu erledigen. Wir sind immer noch auf Weltstufe 2. Wir haben die 3, die 4 haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir könnten hier nochmal gucken, gegnerische Stufe ist unverändert. Aber was ist dann schwerer an der Geschichte? Hier sehen wir ja Gegnerstufe plus 1, plus 2 und so weiter. Aber hier steht gegnerische Stufe unverändert, Stufe der Beutegegenstände 0. Aber wir haben mehr Chance auf Seltenheit und auf Modifikator-Bonus. Okay. Belohnung abholen. Haben wir eine bekommen? Eine Belohnung abgeholt. Wir stellen jetzt doch mal auf die 3. Gegnerische Stufe minus 2. Ach so, minus 1 und hier ist 0. Okay. Ja, wir stellen einfach mal auf die 3 und wenn wir sterben, können wir ja jederzeit wieder runterstellen. 530 Schrott gab's. Ich würde jetzt ganz gerne mal ins Lager reisen, dass wir dort nochmal mit dem Händler eine Runde quatschen. Wir sind gerade hier oben. Das war der Solarturm. Und hier geht's wieder zum Lager. Weil wir müssen langsam mal ein bisschen Sachen verkaufen. Sonst wird unser Inventar doch etwas zu voll. Ich muss sagen, es geht relativ flink mit dem Reisen, das gefällt mir gut. Weil Schnellreisen machen absolut keinen Spaß, wenn sie nicht schnell sind. Und wir laufen mal hier hinter. Was mit dem guten Typen hier hinten war, der dann erschossen wurde, der wollte uns ja die guten Waren zeigen. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, das Rätsel löst sich noch. Ich würde gern verkaufen. Jetzt haben wir hier nochmal eine Sortierung nach Waffen und Rüstung. Rüstung können wir eigentlich alles verkaufen. 45 Schrott gab's. Ich würde das jetzt erstmal alles... Wohl, wir machen mal so. Wir machen mal Hälfte, Hälfte. Dann haben wir das verkauft. Der ganze Spaß hier kann auch weg. Bloß unser... Das hatten wir, ne? Ja. Das müssen wir noch behalten. Weiß nicht, kann ich die irgendwie markieren und schneller verkaufen? Moment, was steht unten? Markierung ist rechte Maustaste. Sonst dauert mir das hier doch etwas zu lang. Verbrennungskugeln, das Wichtigste zuerst. Wir behalten mal noch das Ding. Also die beiden. Und jetzt würde ich gerne was mit Delete-Taste. Okay, auch mal was ganz Neues. Ich würde die Rüstungsgegenstände mal behalten aus dem einfachen Grund. Hä, Veränderte kriegen Sonderrabatt. Kennst du die Regel nicht? Wir können das doch auf jeden Fall irgendwie zerlegen. Und das Teil haben wir noch. Markierung. Und dann auch mit derselben Taste. Okay, und hier noch markieren. Jetzt haben wir plus 35, aber es gibt auch nur Schrott. Bitter kannst du bei der Fertigung verwenden, um bestimmte Attribute deiner Ausrüstung zu steigern. Du erhältst sie beim Zerlegen von Waffen und Rüstung. Wie sollen Händler ohne Zuschüsse zurechtkommen? Was denkt sich die ECA? Aber leider gab es hier noch keine Splitter. Entweder ist die Ausrüstung noch viel zu schwach, dass das erst später kommt. Oder ich weiß es auch nicht. Moment. Wir müssen nochmal kurz zurück. Denn ich habe hier bei Klasse einen Punkt gesehen. Nahkampffähigkeit Pyromant. Hier haben wir schon. Wir könnten jetzt erhöht deinen Waffenschaden um 8%, erhöht deine maximalen Lebenspunkte um 10 oder die Anomaliekraft. Ich würde zwischen den beiden hier
wanken. Das heißt, wir haben drei Wege. Brandstifter, Feuersturm, Aschebrecher. Das hier oben wird wahrscheinlich alles schadenstechnisch mit Waffen sein. Hier wird alles um die Lebenspunkte. Ah, nicht unbedingt, aber viel um die Lebenspunkte. Und hier unten dann wahrscheinlich alles, was unsere Fähigkeiten angeht. Ist jetzt eine gute Frage, welchen Weg wir wählen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte es insgesamt gibt, aber ich glaube gelesen zu haben, dass wir die auch jederzeit ändern können. Sprich, es wäre nicht so schlimm, wenn wir uns erstmal falsch entscheiden. Was haben wir denn hier? Reduziert die Abklingzeit von Bewegungsunfähigkeitsschaden, Fähigkeiten. Erhöht den Waffenschaden, Pistole und so weiter. Also das hier ist tatsächlich alles so Waffenschaden. Alles was das ist, ist dann immer Waffenschaden, genau. Wäre natürlich schon nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir geben den Punkt hier drauf. Und gucken mal, dass wir unseren Waffenschaden ein bisschen höher kriegen. Weil die Fähigkeiten aktuell sind noch relativ stark. Lebenspunkte wäre halt auch noch geil. Aber gerade wenn wir es eh später noch ändern können, wird man sich ja verschiedene Builds zusammenbasteln, je nachdem auch welche Rolle man im Team übernimmt. Ja, das war ich. Hätte ich gern mal einen Applaus von euch. Gut, jetzt gibt es eine Einsatzbesprechung mit Jakob und Shira. Die wird wahrscheinlich nicht oben wieder in der Kommandozentrale sein, so wie es auch da steht. Also gehen wir mal hin und gucken mal, was die so Schönes zu berichten haben. Moment, Entschuldigung. Aber ich würde doch noch mal ganz kurz beim Händler gucken. Ich will bloß noch mal Interesse halber wissen, was der so alles anzubieten hat. Und jetzt hier Sonderrabatt. Ich bin verändert, mein Freund. Im Angebot hier drüben. 101 im Vergleich zu 55. Kostet 900. Ist natürlich ziemlich geil. Kostet alles 500. Aber ich denke mal, das könnten wir uns eventuell doch schon mal zulegen. Hitzewelle. Die Fähigkeit kann ein weiteres Mal genutzt werden, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Ist ja auch geil. Plus Max-Leben 22. Immer diese verlockenden Angebote, ne? Streichpreise, man muss einfach sofort zuschlagen. Wir haben hier einen Timer, das heißt, die ganzen Waren, die angeboten werden, wechseln nach einer gewissen Zeit. Den Rest lassen wir erstmal. Ich sag mal, das ist alles nicht so weit entfernt vom Rüstungswert zu den Sachen, die wir schon besitzen. Außer die Handschuhe vielleicht. Aber das Ding, was wir gerade, ja, quatsch da nicht blöd rum, was wir hier gerade im Angebot hatten, das sieht auch echt schick aus. Mit noch so einem schönen Schal für den Winter. Perfekt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht sehen, wie viel Schrott wir kriegen, wenn wir es zerlegen. Oder sehen wir es in den Details? Nee. Weil das wäre ja mal noch interessant zu wissen. Aber leider nicht der Fall. Na gut. Ja, das Ding, was jetzt im Angebot war, das war halt doppelt so stark. Das, was wir besitzen oder besessen haben. Deswegen musste ich da unbedingt zuschlagen. Ach, das glaube ich nicht. Hey, Schwachkopf. Jakob. Shira. Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja, als wäre es gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Ja, immer noch so, aber keine Superzahl. Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Masche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu Dr. Abraham Zahidi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. 5 Rationen, dass Zahidi tot ist. Das wissen wir nicht. Du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und wäre dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin.
Warte, Shira. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheißsignal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. Shira, ich bitte dich. Jakob, das ist ein Befehl. Hat sich ganz schön verändert, sorry, die Kleine. Dass ich dich zurückgelassen habe. Hey, kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan. Na, ob da mal nicht noch eine Love Story draus wird. Öffne die Reitermission für Details. Wenn Kane findet, bekommt eine Woche Fronturlaub. 2 Wochen, wenn er lebend gefunden wird. Das ist doch mal ein Angebot. Ja, cool, wir haben die nächste Mission. Wir müssen den Typen finden und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut!